Moin Moin, ihr Filmjunkies, und herzlich willkommen zu der Review von Red Sparrow. Ja, ich war im Kino gewesen vorab und wie der jetzt ist und so weiter, das seht ihr alles nach dem Intro. Viel Spaß! Jennifer Lawrence verkörpert Dominika Egorova. Das ist nämlich der Film Red Sparrow, die rote Spatz. Ich habe ihn angeguckt und es geht halt darum. Dominika Egorova ist vieles. Eine hingebensvolle Tochter, entschlossen, ihre Mutter um jeden Preis zu beschützen. Eine prima Ballerina, die ihren Körper und Geist mit eiserner Disziplin bis zum absoluten Limit gepusht hat. Eine Meisterin des verführerischen und manipulativen Kampfes. Das ist mal so ein kurzer Einblick, was überhaupt Red Sparrow ist. Man muss erstmal sagen, mit der Story angefangen, der Film baut sich langsam auf, zeigt so ein bisschen in die Richtung des Kalten Krieges, wobei es soll so wohl ein bisschen modern sein. Der Film ist eigentlich gar nicht abwegig, wenn man das so überlegt, so viele Vorurteile gibt es ja halt noch in sagen wir in Russland, und man weiß auch niemals, was da so alles passiert in diesen ganzen Ländern, sag ich mal, selber denken, was da so los ist. Aber was muss man ganz ehrlich sagen, der Film baut sich ja langsam auf, zeigt so ein bisschen das Leben von Dominika, also gespielt hier von Jennifer Lawrence, und das ist so wirklich, sie ist eine Ballerina und sie fällt dann halt tief durch eine Verletzung, und dann ist sie halt irgendwann, kommt sie in so ein Programm rein, das ist halt Sparrows, und die Sparrows sind halt die Spatzen. Und das ist so ein bisschen, wo man denkt, echt nicht schlecht, sehr interessant, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich finde, der Regisseur hat natürlich schon sehr mit dem Autor schon was Cooles eigentlich aufgebaut. Regie hat ja Francis Lawrence gemacht und Autor war ja Stan Have. Und die beiden haben, finde ich, schon sehr gut harmoniert, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich finde, das kommt doch schon sehr rüber für den Zuschauer, ist auch was für eine breite Masse. Der Film hat natürlich auch so ein paar Sekunden, wo man denkt, okay, das hätte nicht sein müssen, diese paar Dialoge und so weiter. Aber der Film ist einfach doch schon ein dichter, atmosphärischer Thriller, Spionage-Thriller, muss man ganz ehrlich sagen, der natürlich auch einen Plot hat, einen kleinen Twist-Plot. Und den merkt man auch, und das hätte man vielleicht wissen, ja, schon ein bisschen vorausschaubar, aber auch nicht so ganz. Muss man ganz ehrlich sagen, das fand ich auch ein bisschen pro. Also pro ist wirklich die Story, die düstere, also die atmosphärische Umgebung. Klar sieht man alles so ein bisschen so halt Schnee, dieses typische bisschen, ja, auch ein bisschen Propaganda war mit, auch ein bisschen mit drin, wenn man so diese gesehen hat, diese ganzen Kostüme und so weiter, in dieser Sparrow Academy, oder wie man es so nennen soll. Und es ist so wirklich, wo man sagen muss, ja, Red Sparrow möchte auf jeden Fall ein interessanter Spionage-Thriller sein. Und das, finde ich, hat er geschafft. Also das einzige Manko, was man so ein bisschen bei dem Film merkt, ist teils schon ein bisschen übertrieben, halt so dieses russische Patriotismus, so ein bisschen diese Propaganda-Ding. Und natürlich spielten auch anstatt die Russen natürlich auch die Amerikaner große Rolle. Der wird ja, der eine Agent, der wird ja gespielt von Joel Edgerton. Und ich finde, Jennifer Lawrence und Joel Edgerton und natürlich auch die anderen restlichen Cast, die machen schon den Film gut aus. Gerade so Jennifer Lawrence verkörpert echt diese, ja, die verkörpert halt diese Person an sich in diesen ganzen vielen Facetten, finde ich das einfach sehr gut geschauspielert von ihr. Und sie macht sich da auch mal nackig und keine Ahnung und hat keine Scheu davor. Und ich finde, das ist doch schon, wo man merkt, sie hat das teilweise auch in den Sachen drauf. Also nach meiner Meinung und nach mein Geschmack hat der Film mir echt gefallen, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist ein, ja, Popcorn-Kino, der wirklich unterhält. Wie gesagt, die Laufzeit ist echt sehr lang. Der geht ja fast 2,5 Stunden und das ist so ein bisschen mein Manko bei dem Film. Klar, ein bisschen Propaganda zu viel des Guten manchmal. Und aber ansonsten so, ja, vielleicht manchmal auch ein bisschen mit dem Schnitt ein bisschen zu lange rauf gemacht. Aber sonst ist der sehr modern geschnitten. Die Kamerafahrten sind sehr gut und so weiter. Und auch so knallharte Fights gibt es dann auch so ein bisschen. Also der Film hat eigentlich alles, was man will. Und ich finde, so der Trailer, man wusste gar nicht, was der erst wollte, was der Zuschauer so sehen soll. Und ich finde, das hat alles geklappt und meine Erwartungen wurden erfüllt. Und ich muss ehrlich sagen, Fazit ist einfach, Red Sparrow ist ein intelligenter, leicht propagandamäßiger Spionage-Thriller mit einer sehr guten Jennifer Lawrence und natürlich auch einen Joel Edgerton. Die beiden machen das echt super gut. Und man merkt halt, der Film ist was für die breite Masse und für mich war es halt so ein kleiner Überraschungshit. Ja, was soll ich dem Film geben? Ganz ehrlich, ich habe da echt so ein bisschen, ah, und das, ne, so, ich finde ihn echt sehr gut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, eine 8 von 10. Eine 8 von 10 hat er verdient. Guckt euch den an, lasst euch nicht über den Trailer so ein bisschen sagen, ah, nee, nee, und so weiter. Guckt euch vielleicht den zweiten Trailer an, der hat mich auch so ein bisschen mitgerissen. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare setzen, ob ihr euch den angucken werdet im Kino oder auf das Heimkino wartet. Wenn nicht, dann, ihr schon gesehen habt, natürlich klar in die Kommentare setzen. Dann würde ich sagen, Leute, ne, Abo dalassen, ein Like. Und dann würde ich sagen, Leute, bis dann und ciao und bam.